Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir da denn weiter, The Book of Unwritten Tales. Wir sind hier immer noch mit Nate unterwegs, bei der zweiten Prüfung der Geschicklichkeit, denke ich mal. Wir haben Sonntag und es ist später Abend und ich werde mal hier mal mit Masas reden. Die ist immer so nett und freundlich. Hallo Sonnenschein. Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht. Ich gebe absolut nicht aus. Rede mit dem Ork-Häuptling. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Wegen des Bogenschießens. Warum benutzen beim Bogenschießen nicht alle denselben Bogen? Bei allen Göttern, was für ein Krieger bist du denn? Krieger, die ihre Waffen teilen sollen? Niemals! Dann komme ich wieder, wenn ich Pfeil und Bogen organisiert habe. So sei es. Jo, ist das dein Zelt dort hinten? Das Zelt, in dem Wilbo hängt, ist deins, oder? Allerdings. Lass ja die Finger von meinen Sachen, verstanden? Jo. Mich interessieren nur der Gnom und die Kiste, die er bei sich hatte. Den Gnom bekommst du, solltest du den Wettkampf gewinnen. Aber die Kiste bleibt hier. Ich habe sie gefunden. Ich war mit beim Gnom. Wilbo hatte sie bei sich. Echt mal. Und genau da habe ich sie gefunden. Dumme Sau. Bis später. Bis später dann. Auf bald, Krieger. Ja, wir sind, wie gesagt, beim Bogenschießwettbewerb. Wir haben uns den Pfeil schon in der letzten Folge gebaut. Jetzt brauchen wir nur noch einen Bogen. Was können wir noch machen? Wir können den Bock drehen, wir können das Schild drehen, wir können mit den Leuten sprechen. Und wir können rausgehen. Gehen wir nochmal erstmal raus. So, besser gesagt, ins andere Gebiet. Vielleicht finden wir irgendwas, wo wir einen Bogen machen. Oh, guck mal, hier. Die Gestalt, die steht jetzt hier rum und mehr, da können wir reden. Aber was ist erstmal das für ein blauer Typ? Oder ist das wieder... Ja, das ist ja hier der Krämer. Moin. Servus. Warum durftest du hier ins Lager? Wieso durftest du hier einfach so ins Lager und ich musste erst diesen Krempel besorgen? Hey, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich bin Händler. Händler sind neutral. Und diese vermummte Gestalt? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der Häuptling scheint sie zu kennen. Ist kurz vor dir hier angekommen und schleicht seitdem durchs Lager. Ziemlich verdächtig. Nicht nur das. Der Kerl hat mir auch einige höchst seltsame Angebote unterbreitet. Das schmeckt mir nicht. Vielleicht ist er ein Agent der Erzhexe. Ist mir alles egal. Morgen breche ich auf in Richtung Süden. Vielleicht haben die Leute dort noch Gold in den Taschen. Vielleicht, du Ola Satyr. Vielleicht hast du Pfeile und Bögen. Hast du einen Bogen und vielleicht zielsuchende Pfeile im Angebot? Ich habe keine Bögen. Und hätte ich zielsuchende Pfeile, hättest du sie längst im Rücken. Ich mag keine Unhöflichkeiten. Echt mal. Ich auch nicht. Was hast du denn so im Angebot? Was hast du denn so im Angebot? Was suchst du denn? Eigentlich nichts. Das habe ich. Viel sogar. Ja, dann gib mir doch mal nichts. Genug geredet. Ich habe einen Gnom zu retten. Wenn du meinst. Ja, der Krämer kann uns nicht weiterhelfen. Das habe ich mir schon gedacht. Betrachten wir den Zwerg. Aber was war die Stimme, die eben gerade noch da mal geredet hat? Keine Ahnung. Betrachten wir den Zwerg. Eine Traumweite. Hoffentlich schauen sich mal Sass und der Häuptling das Ding nicht genauer an, bis ich weit, weit weg bin. Ja. So, dann haben wir nur noch den Typen, mit dem wir reden können. Und zwar der hier, die Gestalt. Hey du, Gestalt. Grüße, Fremder. Oh ja. Wer bist du? Wer bist du? Warum schleichst du hier herum? Das geht dich nichts an. Bist du sowas wie ein Spion? Nein. Willst du mir etwas verkaufen? Vielleicht ein E? Nein. Hast du einen Bogen für mich? Ich habe einen Pfeil, aber ich brauche noch einen Bogen. Hast du einen? Ich kann dir einen Bogen besorgen. Tatsächlich? Was willst du dafür? Nichts. Wie ungewöhnlich großzügig. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 98 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle. Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Okay. Okay. Dann läuft sich bestimmt wieder über den Weg. Der hat's nötig, der Typ.
Der muss unbedingt mal wieder was machen. Oder er kriegt schlechte Luft. Das könnte es auch sein. Reden wir wieder mit dem Krämer und sagen, hey, ich hätte ganz gerne 98 Moin. Kupferkessel, die ich wahrscheinlich Servus. Vorhin erst geschmiedet habe. Servus, ich brauche Kupferkessel. Ich würde gerne Kupferkessel kaufen. Toll. Wie du siehst, habe ich eine breite Auswahl verschiedener Kessel. Ich will alle kaufen. Ich brauche 98. 98 Kupferkessel? Das wäre nicht gerade billig. Gold spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber haben mehr als genug davon. Verstehe. Ich würde dir wirklich gerne das Gold aus den Taschen ziehen, aber ich habe nicht einmal einen einzigen verdammten Kessel. Schade. Allerdings. Genug geredet. Ich habe einen Gnom zu retten. Okay, dann reden wir wieder mit dem Typen. Die stehen ein paar Meter auseinander von entfernt und können das nicht selber regeln. Reden wir wieder mit der Gestalt. Völlig... Grüße, Fremder. Völlig... Ja, das ist völlig unscheinbar, dass wir hier gerade hin und her laufen und mit ihnen reden. Ich habe den Krämer wegen der Kupferkessel gefragt. Ich habe den Krämer nach Kupferkesseln gefragt. Gut. Aber er hat keine 98 Kupferkessel. Sei doch still. Natürlich nicht. Warte hier, bald werde ich deinen Bogen haben. Okay. Ja, dann warte mal hier. Gab es da nicht mal so eine Geschichte, in der ein Mann seine Seele an den Teufel verkauft hat? Genauso fühlt sich das an. Ja, warte mal hier mal. Drehen wir ein paar Runden. Gehen wir mal zum Zwergen hin. Lalalala, gehen wir um den Zwergen herum. Ja, gehen wir zum Termitenhügel, schauen uns den mal kurz an, drehen uns wieder um, gehen zum Zelt, lassen das Ohrklager. Wenn ich da raus spaziere, werde ich disqualifiziert und Massas hat den Wettkampf gewonnen. Das wäre Wilburs Tod und meiner. Ja gut, dann gehen wir eben nicht raus, dann... Ja, dann machen wir mal fix eine Transition... Und zwar hier in das nächste Lager. Und gehen wieder zurück. Dann sollte ich wieder meinen Bogen kriegen. Dann bist du wieder dastehen. Ja. So, hey, du da, Kapuze. Wo ist mein Bogen? Echt mal, wo ist mein Bogen, Alter? Yeah. Danke, Mann. Danke. Warum tust du das? Vielleicht will er mich hier einfach noch ein wenig beschäftigen, damit die Schattenarmee genug Zeit hat, das Lager zu umstellen. Ich kann dich hören. Kombiniere den Pfeil mit dem Bogen. Den Bogen mit dem Pfeil? Nein, geht nicht. Dann schieß mir jetzt Bogen. Ich hab jetzt einen Bogen. Schieße das Ziel mit Pfeil und Bogen. Tu es, Bilbo. Ich hab jetzt einen Pfeil und einen Bogen. Nate. Also gut. Dann zeig uns dein Können. Ja, zeig uns dein Können. Aber Massas hat genau ins Schwarze getroffen. Wie soll ich ihre 10 Punkte überbieten? Indem ich ihren Pfeil spalte vielleicht? Ach, das würde dir nicht helfen. Massas hat einen perfekten Schuss gezeigt. Du kannst höchstens mit ihr gleichziehen. Und was passiert bei Unentschieden? Der Preis wird geteilt. Der Preis ist ein Gnom. Wo ist das Problem? Und jetzt, schieß! Dann schießen wir mal. Mit unserem geilen Bogen. Und jetzt? Du hast beliebig viele Versuche, besser zu schießen als Massas. Solange Massas keinen Fehler macht, kann ich diesen Wettkampf nicht gewinnen. Ich muss mir da etwas einfallen lassen. Dreh den Panzer. Vielleicht passiert irgendetwas. Gucken wir mal auf den Lichteinfall. Der Wok hier, der könnte vielleicht was reflektieren. Was haben wir denn noch zum Drehen? Wie oft können wir den drehen? Wie viele Positionen gibt es? 2, glaube ich. 1. Ne, 3 Positionen. Jetzt den nochmal drehen. Ja, dann ist er wieder da. Und dann drehen wir mal ein bisschen an dem Schild. Ist eher nach unten. Ja, so erst. Ich glaube, der muss dann von da. Ja. Ist ein bisschen Rätselraten, wie wir das jetzt am dümmsten machen. Den Pfannen können wir noch umdrehen. Ja. Oh,
so. Dreh an den Panzer. Panzer! Feindliche Panzer! So, Knochenbogen. Können wir auf die anderen Sachen schießen? Oder können wir nur auf den Pfeil und Bogen schießen? Wir können das nur so machen. Versuchen wir es nochmal. Okay. Ehrenvolle Masas! Ja. Verdammt! Schade! Du kannst maximal ein Unentschieden schaffen. Ja, komm. Schaff es. Pass doch auf! Masas hat gewonnen! Moment, das ging dann so hin. Ich glaube, wir müssen noch was drehen. Und zwar hier das Ding. Okay, das geht dann... Moment, ich muss es mir nochmal anschauen. Ich glaube, das ist der Panzer, der dann aufs Ziel geht. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Masas! So, Masas, schieß, junge Dame. Puh, direkt ins Schwarze, wie immer. Verdammt. Du kannst. So, dann sind wir jetzt wieder dran. Also, der Pfeil geht auf das Schild. Pass doch auf! Masas! Das Schild muss ich noch ein bisschen drehen. Also, es geht dann so, so, so und dann irgendwie hier hin. Drehen den Panzer noch ein bisschen, sodass er ungefähr auf das Ziel zeigt, ja. Und drehen noch hier ein bisschen rum. Ich glaube, dann ist das schon richtig. Ja. Dann versuchen wir es nochmal. Bis es funktioniert. Versuchen wir es nochmal. Ehren! Ja, warum muss man das immer wieder schießen? Das sieht alles so in die Länge. Ja, Masas trifft ins Schwarze. Du kannst... Okay, guck mal, wie unser Pfeil schießt. Ka-ching, aufs Schild. Pass doch auf! Fast! Masas hat gewonnen! Ich muss nur noch Schild ein bisschen justieren. Es ging ein bisschen zu weit rechts. Das ist ja die ursprüngliche. Vielleicht dann so. Machen wir es nochmal. Ansonsten ist das schon mal alles richtig. Versuchen wir es nochmal. Hier dran rum. Ehrenvolle Mann. Gibt ja nur noch zwei Einstellmöglichkeiten. Ja, Masas trifft es wieder ins Schwarze. Wir sind dran. Come on. Nate. Ziel gleich. Katsching. Pass doch auf! Masas hat gewonnen! Okay, das war wieder falsch. Dann nur noch so. Versuchen. Also es ging ding, 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 ding und dann wieder weg. Verdammt! Los, pack es. Nate, wir glauben alle an dich. Und... Pass doch auf! Masas hat gewonnen! Moment mal, hier irgendwas hat er noch getroffen. Katsching, katsching, katsching... Ah, Moment mal, die mittlere Einstellung war richtig. Und das Ding ist das letzte. Und das Ding muss zum Ziel zeigen. Komm, geht's noch ein Stück weiter? Ja. So, so schaffen wir das jetzt. So, wir machen das jetzt. Alle guten Dinge sind 5 Versuche. Und wenn das nicht da ist, mache ich einfach einen Cut. Und mache dann einen schwarzen Bildschirm. 10 Versuche später, so wie das Spiel es halt auch macht. Aber ich denke, wir kriegen das jetzt hin.
Also, Nate hebt seinen Bogen, zieht den Pfeil in die Sehne, schießt, katsching. Eine ungewöhnliche Technik. Ja. Aber geschafft. Auch der Mensch hat 10 Punkte. Unentschieden. Nimmst du das Ergebnis an? Nein, tue ich nicht. Ich will Wilbur an einem Stück. Okay. Trag das Ziel. Massas trifft jedes Mal genau ins Schwarze. Wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, kann ich höchstens ein Unentschieden rausholen. Okay, gut. Wir... Nein. So, was zu beobachten. Ah ja, wir können nur den Bankreis uns anschauen und das Kästchen, genau. Reden wir nicht. Hallo Sonnenschein. Ich doch. Versuchen wir es nochmal. Ehren. Ja. Verdammt, du kannst. Warum schafft man das nicht? Wir treffen jetzt mitten ins Schwarze. Katsching, katsching. Eine ungewöhnliche. Nein, tue ich. Wie kommen wir ins. Reden wir mit dem Ork-Häuptling. Hallo, Chef. Was willst du? Versuchen wir es nochmal. Ehre. Wie kriegen wir dafür... Verdammt, du kannst... Wie kriegen wir Massas dazu, nicht mehr ins Schwarz zu treffen? Vielleicht werden wir vielleicht nochmal mit dem Typen sprechen. Ja, wir treffen wieder voll ins Schwarze. Nein. Bis später. Bis später. Auf Ba... Und zwar sprechen wir nochmal mit dem Typen. Vielleicht kann er uns helfen, dass Massas nicht mehr ins Schwarze trifft. Je weniger ich mit dem Typen... Okay, gut. Dann vielleicht hier mit dem Krämer reden. Hallo, ich... Ich habe die 8... Tatsächlich? Lass uns über den... In Ordnung. Ich sag meinen Auftraggebern, dass die Ware verfügbar ist und lasse sie schon mal ein paar Säcke Gold schicken. Sollte sich ehrliche und harte Arbeit endlich wieder lohnen... Dir ist klar, dass ich dich mit einem Betrug nicht durchkommen lassen würde? Klar. Ja, nee, das ist klar. Warum hast du nie das, was ich haben will? Irgendwie scheinst du rein gar nichts Sinnvolles zu verkaufen. Was soll ich tun? Meine Lieferanten sind tot und liefern nicht mehr pünktlich. Aber irgendwas Sinnvolles musst du doch verkaufen können. Mal sehen. Ich habe einen Verkleinerungsring. Mach 2 Haufen Gold. Etwas Feuerwasser. Oder hier, ein magischer Stein. Was tut er? Er zieht Metalle aller Art an. Oho. Du meinst einen Magneten? Nein, er ist ein magischer Stein. Schwerter, Ketten, Pfeile, alles zieht er an. Das ist die Lösung. Ui, magisch. Was würde der magische Stein kosten? Wie viel kostet die? 3 Säcke Silber und 2 kleine Haufen Gold. Pff, das ist doch lächerlich. Solche Steine liegen nicht einfach in der Gegend herum. Doch. Was wäre um den Stein spielen? Ich schlage ein kleines Spielchen vor. Ein Spiel? Was für ein Spiel? Keine Ahnung, aber wenn ich gewinne, bekomme ich den Stein. Genau. Und sollte ich gewinnen? Dann bekommst du mein magisches Kriegerset. Unverschämtheit! Ah, ein stimmt. Magisches Kriegerset. Die Items, die in Ordnung, reden ja immer aber noch. Aber ich lege die Regeln fest. Ich denke mir eine Zahl zwischen 1 und 100 aus. Ich passe. Aber wieso denn? Du kannst doch nicht erwarten, dass ich in einem Spiel mitspiele, in dem ich verlieren kann. Ich bin Geschäftsmann. Wegen des magischen Steins. Wegen des... Hast du es dir... Genug. Ah. Gut, dann müssen wir wieder mit jemand anderem reden. Den Stein brauchen wir. Grüße, Fremd. Hast du eine Idee, wie ich die Ork-Kriegerin dazu bringen kann, nicht immer ins Schwarze zu treffen? Massas, der junge, hässliche Ork-Krieger mit dem weibischen Auftreten dort hinten, ist ein verdammt guter Bogenschütze. Irgendwie muss ich ihn dazu bringen, nicht jedes Mal ins Schwarze. Ich weiß, das hier wird dir helfen. Ein zerknüllter Zettel. Das ist genial.
Damit, tue ich was? Lies ihn und spiele das Spiel des Krämers. Woher weißt du, bist du so etwas wie ein Wahrsager? Und er geht. Dem traue ich nicht. Ja, dann lesen wir den mal. Untersuchen. Auf dem zerknüllten Zettel der vermummten Gestalt stehen drei krakelige Zahlen. 42, 79 und... Zweieinhalb? Zweieinhalb. Okay. Selbst wenn der Typ ein Wahrsager ist, welche der drei Zahlen ist die des Krämers? Gute Frage. Spielen wir einfach mal das Spiel. Vielleicht sind es ja drei Runden. Moin. Servus. Wegen des magischen Steins. Wegen des... Hast du das? Naja, vielleicht wenn du deine Zahl aufschreibst. Wenn ich die Zahl aufschreibe und nicht mehr nachträglich ändern kann, steigert das deine Gewinnchancen ganz erheblich. Dann schreib drei Zahlen auf. Das ist es. Drei Zahlen? Und wenn du nicht alle drei errätst, bekomme ich dein magisches Kriegerset? Jo. Genau. Aber wenn es mir gelingt, bekomme ich den Stein. Das klingt akzeptabel. Ah, wir tauschen einfach die Zahlen. Wie lauten sie? Sagen wir 42? Falsch. Du musst mir den Zettel nachher zeigen. Also schön, richtig. Die nächste Zahl ist die... 79. Wie machst du das? Und die dritte Zahl... Oh, mit der dritten Zahl wolltest du mich bescheißen, ne? Es ist die 2,5. Das ist doch... Du... Den Stein bitte. Und bevor du irgendwelche Tricks versuchst, ich glaube nicht, dass der Häuptling Verständnis dafür hat, wenn du in seinem Lager deine Wettschulden nicht begleichst. Wir kriegen den magischen Stein. Sehr schön, wir haben wieder Magneten. Du steckst mit diesem Kundenträger unter einer Decke. Er ist ein schwarzer Magier, ein Gedankenleser, das sage ich dir. Ja, halt's Maul. Er benutzt dich für seine Zwecke. Und wenn du tot im Staub liegst, hole ich mir meinen Stein zurück. Und das Kriegerset. Ja, Satyre. Genug geredet, ich habe einen genug. Die lachen nicht, muhahaha, die lachen, mehehehe. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn wir weiter da in The Book of Unwritten Tales. Bis bald.